Pater Dimitrios, guten Tag. Danke, dass wir ein bisschen über den Zustand Griechenlands diskutieren dürfen. Guten Tag, willkommen in Griechenland, willkommen in Veria und lassen Sie uns diskutieren und Problematiken und Ansichten austauschen. Ich habe mit vielen Griechen hier gesprochen und keiner war mit der Situation zufrieden. Es ist wahr, dass wir die letzten 5 bis 6 Jahre eine schwierige Situation durchleben, als Volk, als Staat, als Wirtschaft. Aber der Grund, warum wir in dieser Situation sind, das ist auch unsere Schuld. Wir alle sind mitschuldig, weil vor der wirtschaftlichen Krise, die geistige Krise war viel größer. Und der Grund für die wirtschaftliche Krise ist die geistige Krise. Und damit meine ich, wir haben uns daran gewöhnt zu leben mit mehr, als wir haben und mit mehr, als wir wirklich gebraucht haben. Es ist wahr, wir haben viel ausgegeben. Und in jedem Haushalt haben wir ein größeres Haus gekauft, ein größeres Auto und nicht das kleine, was wir wirklich tatsächlich benötigt hätten. Und auf diese Art hat jeder von uns mit einem kleinen Beitrag dazu geleistet, das riesengroße Haus und Problem zu bauen, was im Moment unsere Heimat bedroht. Und wir versuchen alle, unser Möglichstes zu tun. Es ist schwierig. Ich kann nicht sagen, dass wir zufrieden sind oder dass wir glücklich sind mit dieser Situation. Wenn jemand ein Problem hat, dann kann er mit diesem Problem nicht glücklich sein. Er schaut immer, wie er das Problem lösen oder überspringen kann. Und wir versuchen in dieser Richtung, nicht nur persönlich, sondern auch als Priester versuchen wir zu helfen, die Menschen psychisch und moralisch zu unterstützen und zu helfen in der größten Not, sogar finanziell. Als Vertreter der orthodoxen Kirche hier in Veria helft ihr den Menschen, sie kommen und fragen, können Sie mir sagen in etwa, was die größten Probleme sind? Die größten Probleme, können wir sagen, ist der Stress der Zeit, besonders bei jungen Menschen bis 30 Jahren, die keine Arbeit haben, sie können keine Arbeit, eine Städtearbeit finden. Es ist wahr, hier gibt es Arbeit, in unserer Gegend haben wir die Landwirtschaft, im Sommer die Feldarbeit. Es ist wahr, dass viele hingehen, um 5 oder 10 Tage zu arbeiten, damit sie auskommen. Ein bisschen Geld, um die größten Schwierigkeiten zu überwinden. Aber das Fehlen der festen Arbeit verursacht besonders bei jungen Menschen Stress. Wie soll es weitergehen? Wie geht es weiter in der Zukunft? Was ist mit Familie, wenn wir keine feste Arbeit haben? Und wie Sie verstehen, ist alles schwierig. Viele denken auch, ins Ausland auszuwandern. Es sind alte Probleme, sind unsere täglichen Probleme. Bei den meisten Diskussionen, die ich hier hatte, hatte ich den Eindruck, dass der sicherste Hafen hier eine Arbeit im öffentlichen Dienst ist. Es ist wahr, dass viele denken, dass eine Arbeit als Beamter eine sichere, feste Arbeit ist. Als Beamter mit der Logik, dass jeden Monat das Gehalt kommt, während in der privaten Wirtschaft der Arbeitsmarkt eher geschlossen, eher schwierig ist. Es ist wahr, dass wir das gepflegt haben, dass als Beamter eine sichere Arbeit da ist. Und der Staat hat keine Anreize gegeben an die jungen Menschen, damit sie aktiv werden, selbstständig werden. Ein junger Wissenschaftler versucht, eine Arbeit in der Öffentlichkeit zu finden, im öffentlichen Dienst, als sichere Arbeit.
Wir haben das gepflegt, obwohl er als selbstständiger viel mehr leisten könnte für das Land. Als ein Beamter. Der Staat ist eh zu groß geworden, obwohl in den letzten 6 Jahren das alles etwas weniger geworden ist. Aber es war wirklich viel zu groß. Als Beamter kann man nach 36 Jahren mit einer guten Rente und es gibt ein FAPAX. In unseren Tagen können wir nicht reden, weder über FAPAX noch über sichere Renten. Das Wichtigste ist, eine Arbeit zu finden. Das ist das Wichtigste. Der öffentliche Dienst steht nicht mehr zur Verfügung. Und die meisten Wissenschaftler werden versuchen, ins Ausland zu gehen oder mit ganz vielen Schwierigkeiten etwas anzufangen. Der Glaube in Griechenland ist immer noch sehr, sehr tief. Viele glauben an Gott. Gott wird schon helfen. Wie sehen Sie das? Der Glaube der Griechen ist sehr, sehr tief. Nicht nur in Griechenland, sondern auch im Ausland. Vielleicht ist der Glaube im Ausland etwas tiefer, weil wir sehen, dass die Griechen sich um die griechische Kirche sammeln im Ausland, sowohl in den USA als auch in anderen Ländern. In Deutschland, in München, Stuttgart und andere Städte, die ich kenne, ist auch eine große Bewegung. Wir können nicht sagen, dass der Glaube in Griechenland größer ist. Der Glaube ist dem Menschen innewohnend, es gehört zu ihm. Der Mensch sucht immer eine Stütze. Wir als orthodoxe Christen haben den Segen, zu glauben an einen Glauben, der uns von Gott selbst offenbart wurde. Gott ist also kein menschliches Konstrukt für uns, um einen Mangel zu beheben, sondern ist eine göttliche Offenbarung. Gott selbst ist Mensch geworden, damit er uns ermöglicht, in unserem vorherigen Zustand zu bewegen, damit wir selbst Götter werden. Wir glauben also an etwas Wahrhaftiges und dann, wenn du an etwas Wahres glaubst, dann kannst du deine Hoffnung ruhig auch dem überlassen. Du sagst Gott, hilf mir. Und das ist die Wahrheit. Wenn wir ein Problem haben und es passiert etwas Tragisches, zum Beispiel ein Erdbeben, das Erste, was wir sagen, ist, Gott, hilf mir, oder Mutter Gottes, hilf mir. Verstehen Sie, in allen Problemen legen wir unsere Hoffnung auf Gott und auf Mutter Gottes und wir suchen nach Hilfe. Und in unserer Lebenszeit brauchen wir oft Hilfe. Außerdem sagen wir im Glaubensbekenntnis, unser täglich Brot gib uns heute. Wir fragen also nach Hilfe bei unseren täglichen Bedürfnissen. Und der Mensch hat außer dem Geist auch den Körper. Und der Körper hat auch Bedürfnisse. Und der Körper braucht Nahrung, Wasser, braucht. Es ist nicht schlimm, wenn wir nach Hilfe Gottes fragen. Frag und es wird dir gegeben. Und Gott weiß, was unsere wirklichen Bedürfnisse sind. Und Gott befriedigt unsere Wünsche, aber nur die Wünsche, die nicht in Konflikt mit unserem wirklichen seelischen Weiterkommen kommen. Der Glaube kann Berge versetzen. Der Glaube ist das Anfang und das Ende. Und der Glaube hat die Kirche sehr, sehr reich gemacht. Die Kirche hat hier sehr viel Geld. Kann dieses Geld Griechenland helfen, auf den richtigen Weg zu kommen? Lassen Sie mich ein Fragezeichen setzen. Sie sagen, Griechenland ist reich, Kirche ist reich. Leider ist das ein Märchen.
Das bedeutet, die Kirche hat einige Grundstücke, aber diese Grundstücke können nicht anders verwendet werden. Lassen Sie mich ein Beispiel aus meiner Kirche bringen. Hier bei uns ist die Kirche von Jesus Christus. Das ist eine byzantinische Kirche mit einem etwas größeren Grundstück von ungefähr 2000 Quadratmeter rundherum. Hier nebenan. Als Kirche bin ich also Besitzer von 2000 Quadratmetern im Zentrum von Veria. Verstehen Sie, es sieht so aus, als hätte ich viel Geld, wenn man das verkaufen würde. Aber ich kann nicht. Ich kann das nicht verwenden. Ich kann nicht statt der Kirche was anderes bauen. Die Kirche hat also ein Vermögen und mit diesem Vermögen versucht die Kirche, ihre menschenfreundlichen Aktionen zu unterstützen. Wir versuchen also kein Geld zu verdienen, wir sind kein Unternehmen. Wir nehmen einiges Geld ein und dieses Geld geben wir wieder den Leuten zurück für ihre Bedürfnisse. Menschenhilfe, Ernährung oder Hilfe von Studenten und Schülern und Auszubildenden, Sommerurlaub für arme Kinder, Ausbildung, weil die Bedürfnisse der Menschen sind nicht nur körperlich zum Essen, sondern sind auch geistige Bedürfnisse. Oder wir die Pflege der Gebäude, die Pflege der Kirchen oder das byzantinische Kulturerbe, wie das der Staat leider kein Geld hat, um es zu pflegen. Und Sie verstehen, das alles ist ein großer Kreis von Ausgaben. Die Kirche hat Einnahmen und versucht sie bestmöglichst einzusetzen. Warum gibt die Kirche also das Geld nicht den Leuten? Lassen Sie meine persönliche Meinung kundtun. Die Kirche nimmt alle ihre Gebäude, alle ihr Geld und gibt das den Armen. Meinen Sie, in 5 Jahren wird es keine Armut mehr geben? Nein. Es geschehen immer Wunder. Ja, es geschehen immer Wunder, aber die alten Griechen sagten auch, mit dem Gebet mach auch was. Also, mit der Stadt, mit der Kirche muss ich auch helfen. Wenn ich da nur sitze und warte, dass mir gegeben wird, oder von der Kirche ein Teller mit Essen, wenn ich diese beiden Sachen habe, denke ich vielleicht, muss ich nichts tun. Wir müssen also selbst in verschiedene Weise. Wir als Griechen haben wir die Tatkraft, die Intelligenz und die Schleue, Ideen umzusetzen. Und jetzt sehen Sie, die meisten Griechen, die im Ausland sind, der größte Teil zumindest, haben Vermögen gemacht. Es ist wahr, dass ich 3 Onkel in Deutschland hatte. Und sie haben schwer gearbeitet und in Deutschland ist das nicht so leicht. Die haben einige Jahre gearbeitet und jetzt kommen sie zurück und genießen die Früchte ihrer Arbeit. Und wir müssen uns ein bisschen Mühe geben, etwas mehr Mühe. Nicht, dass wir uns keine Mühe geben oder nicht versuchen, aber vielleicht etwas mehr, weil wir sind in einer ganz besonderen Situation. Die Kirche tut, was sie kann, das sehe ich, das verstehe ich. Und ohne Glauben ist der Mensch verloren. Wenn nicht körperlich, dann zumindest geistig. Die Stadt Veria hat eine Geschichte von ungefähr 8.000-9.000 Jahren. Und hier in Veria gab es so 70 bis 75 Kirchen. Die gab es.
Ja, es gab so 65 Nebenkirchen, aber die Entwicklung der Stadt hat dazu geführt, dass einige zerstört wurden. Es gibt heute 45 byzantinische und nachbyzantinische Kirchen. Sagen Sie mir, wie ist die Stadt zu 70 Kirchen gekommen? Wie Sie sehen, sind alle Kirchen und Nebenkirchen in der Stadt recht klein. Ist sozusagen die Kirche der Nachbarschaft. Deswegen sehen Sie in jeder Nachbarschaft, in jedem Viertel, im Zentrum ist die Kirche. Und sehen Sie, jede Kirche, Veria war eine große Stadt, eine berühmte Stadt. Und bis Thessaloniki gebaut worden ist, war Veria eine größere Stadt. Der Apostel Paulus nach Thessaloniki kommt da direkt nach Veria, was beweist, dass es ein großes wirtschaftliches Zentrum war. Und jede Nachbarschaft wollte ihre eigene Kirche haben. Ihr könnt es im Zentrum hier einfach sehen, mit der Kirche von Agion Christus und Agios Kyrion, die genau im Viertel einer Nachbarschaft sind. Und es ist gar nicht verwunderlich, dass Leute, die damals Geld hatten, eine Kirche haben wollten in ihrer Nachbarschaft, im Zentrum ihrer Nachbarschaft. Damit sie dort beten und ihre Freude und ihre Hoffnung und ihre Schmerz mit Gott besprechen. Ein weiterer Beweis für den Glauben hier in Griechenland. Eine Frage, die ich immer frage, ist, dass hier draußen alle Cafés den ganzen Tag voll sind. Mein Onkel ist Landwirt und arbeitet mit Albanern, weil er keine Griechen als Personal findet. Wie sehen Sie das? Das ist, was ich sagte, dass das Problem zuerst ein geistiges Problem ist. Natürlich sind die Cafés voll, aber außer den Albanern sind auch viele Griechen, die arbeiten. Nicht viele, aber es gibt welche. Es ist nicht wahr, dass alle Griechen jeden Tag in der Cafeteria sind. Wir denken, unsere Kinder sollen nicht erleiden, was wir damals erlitten haben. Ein Landwirt, der in den Feldern arbeitet, ich habe viele solche Beispiele. Ich war vor 2 Jahren verantwortlich in Meliki, ist ein Agrarland, und ich habe alle dort auf den Feldern gearbeitet. Und weil es denen damals und heute nicht so leicht gefallen ist, wollten sie das ihren Kindern nicht zumuten, weil es ist wahr, dass Agrarwirtschaft einmal viel bringt und einmal gar nichts, einmal viel Geld und einmal gar kein Geld. Und es ist wahr, die Eltern wollen für ihre Kinder etwas Festes und Sicheres haben. Und sie sagen, mein Kind soll es nicht so schwer haben. Die jungen Leute, wir wollen die Wahrheit sagen, wegen der Situation, nutzen das manchmal aus und zu sagen, ja, die Eltern, die werden uns schon helfen. Es ist wahr, dass wir rausgehen, dass die Kaffees voll sind, aber es ist auch wahr, dass die jungen Leute mit einem Kaffee 2 und 3 Stunden sitzen. Die andere Frage ist, haben Sie Hoffnung? Wir haben immer Hoffnung. Ohne Hoffnung kann ein Mensch nicht weiterkommen und überleben. Er wird depressiv, er bekommt psychologische Probleme. Wenn wir nicht nach vorne schauen, wenn wir keine Hoffnung haben, haben wir keine Zukunft. Mensch bedeutet der, der nach oben schaut, nach vorne. Und wir müssen immer nach oben schauen, nicht den Kopf senken, sondern nach oben schauen. Ich habe mit vielen gesprochen, viele haben gesagt, das ist von schlimm zu schlimmer. Und andere haben gesagt, sie haben Hoffnung, aber keiner hat gesagt, was genau, welches Ziel hat die Hoffnung, in welche Richtung werden wir gehen. Hoffnung gibt es, aber wohin und wer genau, hat mir keiner gesagt.
Das ist ein Zeichen der geistigen Krise, die wir im Moment durchleben. Weil die Menschen keine Ziele und keine Absichten haben, sie leben das Jetzt und nur das Jetzt und schauen, wie sie diese jetzige, sofortige Situation befriedigen. Materiell und wir haben keine höheren Ziele. Wir sind Menschen von unserer Geburt. Das einzig Sichere ist, dass wir sterben. Und eine letzte Frage, die ich jedes Mal frage. Vor einiger Zeit habt ihr gewählt, ja oder nein. Was war das? Das kann ich Ihnen nicht erklären, da müssen Sie einen Politiker finden. Es gab eine Wahl, aber ich weiß nicht, warum das überhaupt passiert ist. Das ist eine politische Ansicht. Und als Kirche und als Priester, wir umarmen die ganze Welt. Alle sind unsere Schafe. Alle brauchen uns. Und die Linken und die Rechten. Und diese von hier und diese von da. Und alle sind Menschen, die irgendwann unsere Hilfe benötigen. Ein Priester als Schäfer kann nicht zwischen diesen und jenen unterscheiden. Oder mit dem einen oder anderen gehen. So sind die Kirche die politische Regierung. Alle sind unsere Kinder. Und alle unsere Kinder müssen wir sorgen und lieben. Manche Kinder sind vielleicht unartig, andere sind artig, andere Kinder sind eher ruhig, alle haben andere Probleme, alle sind unsere Kinder. Und deswegen lieben wir alle unsere Kinder. Nach meiner Meinung wird es lange dauern, bis eine Lösung gefunden wird, weil keiner nach einer Lösung sucht. Jeder versucht das morgen und übermorgen zu überleben, an den nächsten Jahr denkt keiner. Die höchste Tiefe des Denkens sind die nächsten Wahlen. Bitte sagen Sie mir, dass ich lüge. Das kann ich nicht sagen, weil das ist eine Ansicht, die wichtig ist. Aber die Wahlen, was sollen sie ändern? Kommt wieder jemand, der bis zur nächsten Wahl denkt? Kommt da jemand mit einem Zauberstab und alles ändert sich? So etwas passiert nicht. Das Einzige, was passiert, ist, dass wir das Problem übersehen. Wir machen die Augen zu und sagen, ach, uns geht es so gut, wir leben so gut. Nein, ich glaube nicht, dass Wahlen eine Lösung generell, die Wahlen, und jetzt und Frühjahr, die Wahlen. Mit den Wahlen wird der Auftrag an eine Gruppe von Menschen gegeben, ihn zu führen. Deswegen müssen sie tun, was der Gefällte sagt. Entweder gefällt es ihnen, oder es gefällt ihnen nicht. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann gibt es bestimmt Mittel und Wege zu reagieren. So ist das Leben. Ich denke, das ist nicht nur in Griechenland so. Überall auf der Welt ist, auf allen Ländern der Welt ist das so und sind die Menschen so. Und wenn wir ein Problem haben, dann, und wir müssen was tun, dann suchen wir alle die leichte Lösung. Alle wollen wir die Augen schließen und öffnen und die Situation hat sich geändert. Das geht leider nicht, das ist ein Traum. Und diese Träume, oft fragen wir Gott und Gott erfüllt uns diese Träume nicht. Gott will, dass wir es versuchen, dass wir kämpfen, weil das Leben eines Christen ist ein Kampf, ein stetiger Kampf, ein stetiger Versuch. Eine stetige Notwendigkeit, Nächstenliebe zu praktizieren, damit wir sehen, was er will und was er braucht. Unser Nachbar, nicht wir. Wenn ich Sie fragen würde, letzte Frage, als Gläubiger, Vater, was müssen wir tun, damit die Situation besser wird? Was würden Sie sagen? Was ich sagen würde, ist, dass wir uns selbst ändern. Wenn wir uns als Menschen ändern, wenn ich mich selbst als Mensch ändere, dann habe ich einen Teil der Welt geändert, weil ich bin ein Teil der Welt.
Wenn ich mich ändere und werde so, wie ich werden soll, dann habe ich einen Teil der Welt gewechselt, geändert. Und wenn ich, du, wir alle uns ändern, und wenn wir sehen, wie wir werden sollen, dann haben wir die Welt verändert. Jetzt muss ich doch nachfragen, in welche Richtung sollen wir uns ändern? Was ist falsch? Was ist falsch an mir? Warum muss ich mich ändern? Gott hat jedem die Fähigkeit gegeben, zu unterscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Und wenn wir Fehler machen, dann meldet sich das Gewissen und sagt, was du machst, das ist nicht richtig. Wenn ich meinem Nachbar bestelle oder ihm Unrecht tue, oder wenn ich der Stadt bestelle oder meinen Kindern Unrecht tue und. Und wir haben alle die Stimme in uns, die uns Bescheid sagt und wir sollen es besser. Pater, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen und alles Gute und willkommen in Griechenland und in Veria.